Das Guard Spawner. Spawn your very own guard. Alter, du kannst... Und Menschen kann man auch spawnen. Spawn. Ey, das könnten wir so... Ah nee, Stahl braucht man wieder. Ja, du könntest auch noch googeln, wie man Stahl herstellt. Das wäre auch nicht schlecht. Es gibt sogar einen Gamma-Sektor, sehe ich gerade. Es gibt Alpha, Beta und Gamma-Sektor. Es gibt Piratenschiffe. Piratenschiffe beherbergen viele Luftschiffer, Kisten, einen Kapitän und ganz wichtig, einen Händler für Waffen. Richtige Schusswaffen. Wer seine erste Knarre kaufen will, steuert diese Koordinaten an. Dann haben wir hier Alpha-Sektor und genau XY-Koordinate. Und dann irgendwie dann nach links gehen, dann kommt irgendwie ein Anker zum Schiff. Wenn wir auf dieser Koordinate auf dem Planeten landen, dann links laufen, dann kommt ein Anker zum Schiff. Und dann wird auch nochmal, haben wir hier nochmal Koordinaten, XY und dann halt die Planetenname, wo wir zu einer Tech-Kiste geführt werden. Da sind auch ganz wichtige Sachen drin. Eine Technical Kiste. Pistols und Machine Pistols. Dann zweihändige Schusswaffen, Assault Rifles, Bows, Elemental Weapons, Flammenwerfer, Rocket Launcher, Granatenwerfer, Sniper, Shotguns. Krass, ey, das hat sich echt fett an. Was alles ja, gibt. Die Questreihe führt direkt auf den ersten Bosskampf gegen das Pinguin in UFO. Um es leicht gegen das UFO zu haben, buddelt man ein Loch, aus dem man richtig sicher rausballern kann. Ja, ja. Mit dem geschmolzenen Kern lässt sich einen Metallverarbeitungsplatz, Metal Workstation bauen. Mit ihm lässt sich Star Map Upgrade bauen, um in den Beta-Sektor zu gelangen. Einfach zum Herstellen und im Schiff mit Linksklick einbauen. Haben wir alles schon gemacht. Dann hat man die Sektorauswahl oben rechts in der Sternenkarte. Im Cockpit so oft rechts klicken, bis die Übersicht kommt. Hast du das vorhin auch gemacht? Okay. Ja, also das habe ich gemacht, nur fehlt uns der Sprit. Damit werden neue Baupläne freigeschaltet, darunter Rüstungsteile und Waffen, die man tunlichst produzieren sollte. Die Monster in späteren Sektoren hauen heftiger rein und stecken mehr ein. Von Beta auf Gamma wechseln. Für diesen Wechsel muss man einen Roboter bauen und gleich wieder zerstören. Um den Störenfried herzustellen, braucht ihr jede Menge Stahl, Eisen plus Kohle in Klammer. Ah, perfekt. Die Kohle habe ich jetzt erstmal schön ins Raumschiff gepumpt, seine Scheiße. Ja, wir haben doch schon mal so viele. Wir haben noch. Um die Einzelteile zu bauen und natürlich den Robotiktisch. Was braucht man? Eisen und Kohle. Genau. Ich weiß aber nicht, in welcher Form oder in welcher Zusammensetzung. Ich gucke, wie was passiert. Brauchen wir noch einen Robotiktisch, allerdings auch noch einen Brain Extractor, um ein Monsterhirn zu extrahieren. Und zwar in das Superior Brain, bla bla bla. Ja gut, das ist um in diesen Gamma-Sektor zu kommen. Dann ist nochmal eine Anleitung, wie man von Gamma auf Delta kommt. Und das war's. Ich kann Steel-Blocks herstellen, aber ich bin mir sicher, das ist... Oh, ein Laternenstab. Weißt du, ich weiß nicht, wo ich jetzt das herstellen kann. Kann ich es hier an dem Ding herstellen? Ja, wo man... Ich hab auch schon am Questtisch und am Amboss und überall geguckt, ob das irgendwo herzustellen ist, aber man sieht es irgendwie echt nicht. Also, das ist schwierig. Ah, Steelbar. Ich hab's. Du musst tatsächlich an die Metal Workstation mit Kohle und Iron und kannst dort dann einfach das herstellen. Ich habe jetzt mal 25 Bars hergestellt. Jeweils aus der Hälfte von unseren Eisen und der Hälfte der Kohlenvorräte. Okay, so, wie geht's weiter? Für was haben wir das jetzt nochmal gebraucht? Wir wollten nur noch wissen, wie man jetzt das Raumschiff genau betankt. Also womit, was man noch reintanken kann, eigentlich nur, das wollen wir wissen noch. So wie das hier steht, rein nur Kohle. Nur Kohle, okay. Wie viel hätten wir? Also wie voll könnten wir den Tank machen? Ich weiß nicht, wir haben jetzt 200 noch. Ich habe 88 reingemacht oder 44. Irgendwie wird es dann halt das Doppelte oder so. Wenn wir jetzt 100 reinmachen, hätten wir also 200 insgesamt, beziehungsweise 288. Komm, ich nehme jetzt mal die Hälfte unserer Kohle noch mit, unserer Kohlevorräte, und pack die noch rein. Dann müssen wir wieder auf Kohlesuche gehen hier, wenn es nicht reicht. Na gut, ich denke mal, wir werden sowieso noch oft genug mit unserer neuen Axt auf die Suche gehen. Ich sehe, du bist gerade oben. Ich komme auch hoch. Ich schaue das Ganze mal an. Ich habe mich gerade hochgebeamt. Also... Ja, damit würden wir es schaffen, zumindest jetzt, also nicht, ich glaube nicht in den Beta-Sektor. Ich guck nochmal kurz, was man da braucht. Oh, doch, wir würden sogar den Beta-Sektor schaffen anscheinend. Ja, doch.
Ja, Beta wird auch gehen. Wo muss man denn hin beim Beta-Sektor? Beim Beta-Sektor. Warte, ich gebe dir mal kurz die Daten durch. Moment. So. Ist es im Beta, die Waffen und so? Nach links gehen, okay. Die Kette des Ankers nach oben folgen und zum Händler. Dort sind. Und die, dort sind die Koordinaten? Also auf der X-Achse minus 153. Oh, halt, halt. Oh, oh. Ach Gott, ist mein Steam aufgegangen. Wo ist mein anderer? Hier, okay, minus 153. 235. 235, du hast Hunger. Scheiße, übrigens. Ich hab keinen Stack mehr dabei, glaube ich. Ich schmeiß dir was zu. Warte, ich schmeiß es dir erstmal zu. Komm schon. Ja. Bitte. Okay, sorry, ich glaube, jetzt habe ich die Daten nicht mehr. Ja, jetzt habe ich sie nicht mehr. B. Bisschen Feuer? Echt? Ja. Warte. Hä? Ich habe die doch gerade vier gebraten. Nee, ich hab's. Okay. Ich brauche nochmal kurz die Koordinaten. Okay, gebe ich durch. Also, minus 153. Ja. 235. 9, 2, 3, 5. Jetzt auf 9, der Y-Achse. Ja. Also kein Minus, einfach nur 8, 2, 1. 8, 2, 1. 866. 8, 0. Und da ist es der Beta-Castor 780 ILA oder sowas. Ja, ich bin jetzt der Beta-Castor 780 System. Und weißt du auch, wie der heißt? Welche Zahl der hat, der Stern? Da steht jetzt, also in Römisch, 1, 2, 3, das geht 3 von 1. Okay, 3. Da steht noch ein A hinten rein oder so. Ja, ich hab's. So ganz kleiner blauer. Wenn wir nach links laufen, sollte dann irgendwie ein Anker kommen von einem Schiff, wo wir dann eine Kette hochlaufen können oder sowas. Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Also, warte kurz. Sollen wir jetzt noch alles mitnehmen oder einfach jetzt hinfliegen? Oder zumindest Kohle noch. Mit, weil, wenn wir dort Schusswaffen herkriegen, das würde ich die gleich craften dann, weißt du? Naja, klar. Dann machen wir das noch. Machen wir das noch geschwind hier. Das müssen wir jetzt noch. Das will ich jetzt wissen. Hätten wir nämlich schon Schusswaffen, das wäre doch cool. Auf jeden Fall können wir dann gleich wieder auf Ressourcenjagd gehen. Ach, das ist ja ein Lieber eigentlich. Naja, dumm gelaufen für ihn. Oh. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Schon voll Reflex einfach. Bam, bam. Ich nehme eine Kiste mit, dann machen wir uns oben einfach eine Kiste mit dem wichtigsten Zeug drin. Ich hab's jetzt dabei. Okay. Ich nehme mal noch unseren gesamten Essensvorrat mit. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Na, hab ich doch vorhin gefunden. Ach so, stimmt. Ah, eben. Nimm alles mit. Okay. Ja. Ich nehme alles mit. Ne, alle wichtigen Rohstoffe da jetzt aus dem Ding. Ah, hast du dir auch ordentlich viel Plant Fiber da die Bandagen gemacht? Nicht. Ich habe jetzt nochmal 32 hergestellt. Ich habe jetzt 48. Ich glaube, das reicht. Ach shit, jetzt brauche ich aber nochmal die Koordinaten. Ja, mach nichts, ich lese nochmal vor. Ich stelle erst noch kurz die Truhe hin. Moment. Muss. Ach, wir haben hier doch einen Tresor. Du kannst doch auf. Ach, wir haben doch hier einen Tresor. Auf den kannst du auch zugreifen, oder? Auf meinen Schiff. Weiß es, ich glaube schon, ja. Ich weiß, halt einfach alles da rein. Alles klar. Geht es? Bist du gerade in deinem Schiff, oder? Ah, okay. Kannst du da zugreifen? Perfekt. Dann gebe ich schon mal die Daten ein, die ich auswendig noch weiß. Und zwar minus, das war's. Warte. Halt, finde ich vielleicht zufällig richtig? Nein. Okay. Okay, die Nummer kommt. Also minus? Das ist die minus 153. 253. 235. 92. 92. Und das andere 821. 866. 866. Beta Castor 783A. Okay, 3. Go. Let's go, Beta-Sektor. Hui! Au, au! Ich mach die Tür zu, dass wir nicht sterben, ey. Weil im Cockpit sind immer ganz gefährlich im Cockpit. Boah. Komm, wir setzen uns hin, wir überlegen. Aha. Bam! Weißt du? Sit down, please. Have a seat. Take a seat, bruh. Willst du nach vorne die Führerkanzel? Kommt die Story her. Oh, guck mal, Sprit, 90. Ja? Was, echt? Es langt, können Mensch, es langt. Ne? Wir müssen auf dem Planeten jetzt Kohle finden, um wieder in Alpha-Sektor zu kommen. wir sind so behindert. Mein Schiff beamen und mein Schiff hat ja genug Sprit, um zu deinem Ding zu kommen. Hast du schon Sprit reingetan? Wir können doch intern, oder? Oder geht das nicht?
Ach so, um auf dem Planeten zu. Ja, doch, stimmt. Aber stimmt. Ich. Ja, gut, aber ich hätte mir den Homepunkt. Egal, wir haben doch die Kohle mitgenommen. Wir haben noch 100 Kohle dabei. Das reicht dann locker. Und wir finden bestimmt da unten auch noch Kohle. Wir verlassen unser Zuhause. Oh, guck mal, ein blauer Planet, da können doch nur Piraten sein. Komm, geh mir runter, Mann. Bist du bereit? Ich hätte fast auf Warp Home gedrückt, dann wäre ich bestimmt. Oh my god, I can't die! Okay, wir müssen nach links laufen, dann sollte ein Schiffsanker kommen. Da, Kohle. Brauchen wir dringend zum Nachhause finden. Wir müssen wieder nach Hause kommen. Oh, und wir brauchen Pixels, ne? Wir brauchen Pixels, wenn wir uns die kaufen, die Sachen. Mhm. Kosten, kann man die Waffen kaufen oder nur Baupläne für Waffen? Und Waffen. Komplett. Weißt du irgendwie? Hast du komplett Waffen, soweit ich weiß. Achtung, die können mehr Schaden machen jetzt wahrscheinlich. Oh, stimmt. Und ich stehe hier rum wie so ein Kackstelz-König. Oh, die Hälfte! Alter, krass. Alter, scheiße, ey. Das haut gut rein, ey. Das hat dir einfach die Hälfte abgezogen. Guck mal, das ist Silber im Boden. Da oben sind auch noch so viele. Wenn sterben. Also nach links laufen, ne? Hier ist es. Komm, wir laufen einfach hier durch. Komm mit. Oh, oh shit. Nein, down. Zwei Stück. Okay, wir sind tot. Ja, mein Schiff liegt hier eh vor Anker, wisch. Ja, und da haben wir schon eine gefistet, so ein Öhmchen. Und die ist auch gefistet. Okay, wir buddeln uns da jetzt einfach mal durch. Wie ein Lurch. Oder zumindest eben hoch, ne? Genau. Ja, da kommen wir durch mit unserer Ultra-Überaxt. Weil wird eigentlich ewig dauern, aber hier. Mit den hochwertigen Äxten geht das natürlich wesentlich schneller. Genau dafür leben wir. Hochwertige Äxte von den Brothers. Kaufen sie noch heute eine und sie kriegen die zweite kaputt zugeliefert. Oh, guck mal, der greift doch gleich an, der kleine Zwerg da. Guck mal, wir machen. Oh, Scheiße. Wo ist er hin? Ah, der ist weg. Wir können gehen. Let's go, let's go. Fuck, ich hab die ganze Zeit. Okay. Sterbt, ihr Pimmel! Über dir. Oh Gott. Wieder eine Strahl. Oh fuck, Alter, wie die angreifen. Und ich komme hier nicht aus dem Puff hier raus. Oh, der eine ist über mich drüber geflogen. Hast du es geschafft? Lebst du noch? Ich bin gerade in so einem Spalt drin. Ich lebe auch noch. Ess deine Ration auf. Alter, hier will ich nachts aber nicht rumlaufen, ey. Das muss ja krass sein. Auf jeden Fall, ey. Heilige Scheiße. Komm, wir bauen uns hier hoch. Warte. Komm mal zu mir. Ein Stück. Bevor ich die Mauer hochziehe. Weißt du, du fällst hier nachts, so, während du gerade am Wegrennen bist, in so ein Loch. Und lass hier einfach schnell den Scheiß holen, bevor wir die Dschungel oben killen. Da oben ist noch Silber. Messi, wir buddeln uns einfach wieder durch den Berg durch, weil wir coole Schisshasen sind. Wir haben aber natürlich schließlich noch keine Ausrüstung. Ich meine, mit Ausrüstung wäre das ganz was anderes. Ah, das hätten wir uns echt noch machen sollen, bevor wir jetzt hergeflogen sind. Stimmt, ja. Aber ich war wieder zu gierig. Ich wollte es direkt alles sehen. Du Gierige. Ja, das ist geil für die Aufnahme auf jeden Fall. Scheiße, ich habe mir kein Licht mitgenommen, glaube ich. Na, 5 Fackeln. Komm schon. Ich habe 4 Fackeln dabei. Wir sind so gut ausgerüstet, Werl. Uns kann man was häse. Leuchte dir einfach bei der Arbeit. Wirklich etwas ich bin der Armleuchter. Dankeschön. Ich bin der Armleuchter. Leuchte bitte etwas mehr aus deinem Arm. Ja, wie weit müssen wir noch nach links laufen? Was für ein Chips? Oh, Vorsicht, ein Kackfisch da unten.